Hallo liebe Offroad-Fans und Reisefreunde. Heute sind wir hier mit Step-by-Step-Traveler und Pascal. Und der wird uns heute mal so ein bisschen sein Landy vorstellen und so einen kleinen Ausblick geben, was es noch gibt. Richtig. Also als Basis haben wir hier einen 110er TD4 aus dem Jahr 2009. Genau, was wir am Innenausbau schon gemacht haben, eigentlich eine Sitzbank haben wir reingebaut, wir haben einen Schrank eingebaut, wir haben viele Staumöglichkeiten eingebaut, wir haben den Außenschrank mit einem Klappfenster eingebaut und dann haben wir schon so ein bisschen versucht, die Stromversorgung reinzumachen und Zusatzscheinwerfer oben dran zu machen. Da haben wir jetzt so mittlerweile ein bisschen gemerkt, dass es da ein paar Probleme gibt, die funktionieren nicht mehr ganz so, wie wir uns das vorstellen. Aber da ist es ja ganz gut, dass wir jetzt den richtigen Ansprechpartner haben, der da nochmal so ein bisschen drüber gucken kann. Genau, oben auf dem Dach haben wir einen Dachträger, wo eben auch die Scheinwerfer drauf montiert sind, mit einem Gordigear Dachzelt jetzt neuerdings und einer Gordigear Markise. Was gibt es sonst noch zu sagen? Sonst haben wir eigentlich nicht viel gemacht. Fahrwerk ist noch das, was von Anfang an drin war. Da müssen wir auch mal gucken, ob es da demnächst vielleicht noch was Schönes Neues gibt. Und ja. Ja, wobei Update Fahrwerk. Fahrwerk zur Info ist eigentlich eine gute Sache, wenn man das immer macht, sobald man seine letzte Ausbaustufe erreicht hat. Auf dem Weg dahin kann es immer noch Gewichtsveränderungen geben vom Fahrzeug, die ausschlaggebend sind, welches Fahrwerk man letztendlich nutzt. Weiß man schon, was man mit dem Auto machen möchte, wie zum Beispiel einen Umbau für eine Wohnkabine bei einem Pickup, dann kann man das Ganze auch schon im Vorfeld machen. Weiß man das allerdings noch nicht und man fängt Step by Step an, dann ist es natürlich sinnvoll und gerade beim Defender ist es auch überhaupt kein Thema. Das Fahrwerk kann super viel ab, auch schon in der Serie. Natürlich wird das irgendwann schwammiger und der sackt auch ein bisschen ab. Wichtig ist aber trotzdem, dass man das Fahrwerk, was man letztendlich einbaut, auch abgestimmt hat aufs Auto. Und das passiert hauptsächlich über die Gewichte. Was haben wir noch? Ich finde, ihr habt noch eine ganze Menge am Auto. Ja. Also, was nicht so original ist, ist auf jeden Fall noch ein Arbeitsscheinwerfer. Ihr habt hinten so ein Klappfenster drin. Ja. Ihr habt sehr professionell die Scheiben getönt. Großes Lob, finde ich richtig cool. Ja, ja, Klappfenster hast du schon angesprochen. Können wir mal kurz reingucken. Damit wir unsere Küche auch immer dabei haben. Mit Teller, mit Geschirr, mit Töpfen, mit Kocher. Eigentlich alles drin, was man braucht. Tassen und Kaffee, mehr brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ne, mehr brauchen wir noch. Hier gehört in den Schrank nicht rein, aber da findet auch noch einen Platz. Luft und Reiseliebe. Richtig. Ja. Hinten auch noch zwei Arbeitsscheinwerfer dran, die auch bei Bedarf im Stand angemacht werden können. Jawohl. Und ja, sonst, was haben wir sonst noch montiert? Eine sehr schöne selbstgestaltete Reserveradabdeckung. Mit dem Link für die Step-by-Step-Traveler zum Supporten. Also ihr habt noch ein paar Sachen geplant, ne? Genau, ein paar Sachen haben wir noch geplant. Unter anderem müssen wir nochmal die Stromversorgung gucken, da haben wir ja gerade schon kurz drüber gesprochen. Jawohl. Dann haben wir aktuell ja auch noch den normalen Tank drin. Da ist auch die Frage, wie inwiefern es Sinn macht, da einen größeren Tank einzubauen oder einen Zusatztank. Da seid ihr auch habt ihr auch mehr Erfahrung, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht. Auf jeden Fall. Also gerade ihr fahrt relativ lange Strecken. Ja. Ich finde, das ist immer so ein Komfort. Ne? Man hat dadurch, muss man nicht unbedingt noch irgendwie 20 oder 40 Liter zusätzlich irgendwo im Auto mitführen, sondern das hat man so oder so schon verbaut in normalen Platz. Finde ich, macht Sinn. Gerade ihr plant ja auch größere Strecken Richtung Afrika irgendwann. Genau, so ist der Plan. Erstmal ja die Europatour bis hoch bis zum Nordkap. Ja. Da werden die Tankstellen auch schon irgendwann dünn. Genau, das könnte passieren, deswegen macht das auf jeden Fall Sinn. Wir haben zwar aktuell noch zwei Kanister oben auf dem Dach. Müssen wir gucken, ob die dann auch da bleiben oder wenn wir den Zusatztank haben, ob wir die dann sparen können. Ja. Aber die sind aktuell ja auch da mit der Frontrunner-Halterung. Genau. Was ihr noch ziemlich cooles habt für unterwegs, wenn ihr dann irgendwo sitzt und seid und macht und tut, ja, habt ihr ein neues Gadget. Ihr klettert auch beide gern, wie man richtig sieht. Ja. Also ja, auf dem T-Shirt sind ja schon ganz viele Sachen drauf. Accessoires sind drauf, genau. Genau. Ja, genau. Ja, zeigt doch einfach mal. Ja, wir haben da was ganz Tolles gebastelt aus Kletterseilen. Und zwar hat man hier einen tollen Seilteppich. Ist ein 50 Meter Seil.
kann man sich einfach ganz entspannt draufsetzen, wenn man möchte, wenn man irgendwo in der Wildnis steht. Vorteil, man kann es hinterher einfach abspritzen mit dem Gartenschlauch und dann ist es wieder sauber. Ja. Und sieht dazu noch gut aus. Wenn das Auto nicht funktioniert, kann man wie Aladdin davon fliegen. Genau, dann kann man mit dem Teppich davon fliegen. Ja. Oder auch mal sich drauflegen, falls man mal unter den Defender muss, um irgendwas zu reparieren. Viel wichtiger. Nicht, dass das passieren könnte, aber wenn, dann hat man die richtige Matte zum drauflegen. Innenausbau habt ihr auch ein paar Sachen, dazu kommen wir aber noch mal später. Ne? Genau, Innenausbau haben wir auch ein paar Sachen. Sitzbank, Schrank, Staufächer für Klamotten und Essenssachen, alles Mögliche da. Und ihr habt viele coole Kletterdetails im Prinzip mit in euren Ausbau übernommen, ne? Das stimmt, weil wir eben da so ein bisschen, ich möchte mal sagen, geschädigt sind durchs Klettern, haben wir hier diese Türgriffe mit so kleinen Rebschnüren gemacht oder dann auch hier an den Schränken mit den Seilen gemacht. Ja, oder auch, weil wir unseren Hecktisch ein wenig zu groß gebaut haben, auch hier ein Seil, um die Tür zu öffnen von innen, weil wir hier nicht mehr an den Griff drankommen. Aber es funktioniert alles und ja. Das ist wichtig. Genau. In diesem Sinne, Klappe zu, Affe tot. Tico ist hoffentlich nicht pleite.